In diesem Video möchte ich einen Transcend ChatDrive 520 mit 960 GB unboxen. Das ist ja eine alternative SSD für das MacBook Air der Generation 2012 und wir schauen uns das Ganze mal an. Die Verpackung sieht von oben relativ schlicht aus, Schriftzug. Interessant ist auch eine Apple-typischen Schriftart gewählt, also hier sieht man schon das Spezifische für das MacBook. Von der Seite ebenfalls sehr minimalistisch, erinnert wirklich an die Apple-Verpackung, aber wenn wir dann auf die Rückseite gehen, da kommt der Hersteller ganz und ganz durch, beziehungsweise die vielen Länder, in der das vertrieben wird, jegliche Hinweise in allen Sprachen, nochmal die technischen Daten, die Seriennummer mit drauf, also das, was man überall sozusagen kennt, sehr auffällig. Wir öffnen jetzt das ganze Gerät mal. Kostenpunkt ist jetzt im Februar 2015 circa 500 Euro für das kleine Riegelchen. Das ist natürlich ganz schön happig, aber wenn man beruflich darauf angewiesen ist und man sich das pro Gigabyte runterrechnet, dann ist es am Ende, ja, jetzt kommt es ein bisschen dekadent drüber, aber ist sie am Ende genauso teuer wie eine 480er SSD. Doppelt so groß, deswegen eventuell auch doppelt so teuer. Das ist eben einfach dann in diesem Fall hier der Fakt. Kann man leider nichts ändern. Ich hätte es mir auch günstiger ausgesucht, aber es gab keine Alternativen. Wir machen das ganze Teil mal auf. Also, hier sehen wir erstmal die Verpackung. Das ist der ganze Riegel. Hier ist nochmal so ein Label drauf, die Seriennummer und alles. Und dieser Riegel ist jetzt tatsächlich diese 500 Euro wert und bietet fast 1 Terabyte Speicher für das MacBook. Wir öffnen das mal. So, das ist der Riegel. Fett bestückt mit allerlei Speichersticks nochmal einzeln. Hier hinten die Halterung für die Schraube zum Einschrauben und hier vorne dann der Steckplatz zum Hineinstecken. Also das sehen wir, das ist, ja, wie man das eigentlich, ist jetzt nichts Besonderes, nicht? Außer, dass man jetzt weiß, hey, das ist fast ein Terabyte SSD. Ansonsten, was kommt noch mit? Wir haben hier einmal ein schönes matt-aluminiumfarbenes Gehäuse. Wenn man das Gehäuse öffnet, dann springen uns eine Sache entgegen. Einmal der Controller, wo man dann diese alte SSD aus dem MacBook hineinstecken kann. Und dazu noch zwei Gummifüße im Inneren, dass die alte SSD auch nicht wackelt oder ähnliches. Also mit anderen Worten, damit kann man seine interne SSD, die bis jetzt im MacBook war, weiter benutzen. Was gibt es noch? Es gibt noch als nächstes ein paar Anleitungen mit dabei. Sehen wir hier. Also das Übliche. Und jetzt kommen wir zu einigen Sachen, die schon hier ein bisschen... Ja, ich würde sagen, ein bisschen mehr was Besonderes sind. Also einmal haben wir hier die Füßchen für das Gehäuse unten. Dann haben wir noch die Gehäuseschrauben. Dann haben wir noch ein USB 3.0 Kabel, was mit diesen speziellen, Adapterkabel sich verbindet. Das ist echt schade, dass nämlich dieser Anschluss hier ist kein Standardanschluss, sondern es ist so ein Flachbandstecker. Also irgendwie... Es ist flach und breit und ist nicht standardsmäßig, das ist schade. Und dann noch haben wir so ein Kunstledertäschchen mit einem Aufdruck Transcend und das wäre es. Und natürlich noch die zwei Schraubenzieher zum Öffnen des MacBooks bzw. zum Ausbauen der SSD. Das ist eigentlich alles, was in dieser Verpackung drin ist. Ich werde jetzt noch ein zweites Video machen, wo ich dieses dann umrüste. Ansonsten muss ich sagen, erstmal vom Ersteindruck ist genau das dabei, was man benötigt, bei diesem Preis auch. Deutlich, es sollte schon immer dabei sein bei diesem Preis. Was auch weiterhin schön ist, ich hatte schon mal so eine SSD von Transcend in den anderen MacBook Air, in den älteren. Man muss wirklich sagen, der Kundenservice ist super. Es gibt bei dieser SSD auch Tools, mit denen man den Trim-Support anschalten kann, beziehungsweise auch das Firmware-Update machen kann. Das heißt, das ist auf alle Fälle wichtig bei SSDs, dass man immer wieder die Firmware der SSD aktuell hält, weil sonst zerschießt unter Umständen das System das Ganze. Alles in allem muss man aber wirklich sagen, dass sich der Preis hier lohnt. Von der Hardware, aber auch von der Herstellerseite ist hier echt ein sehr guter Support geleistet. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Kaufen. Ich habe euch den Amazon-Link drunter gepackt. Viel Spaß beim Ausprobieren und auch wenn es eine teure Angelegenheit ist, ich bin überzeugt, dass diese Sache sich lohnt.